Mensch, Jutta, pass doch auf. Ja, ich hab's alle. Leopold, komm mit, ich muss mit dir reden. Was ist denn? Also, pass auf. Ich weiß, wo Annalena angeblich das Geld versteckt hat. Das Spendengeld? Ja, mein Gott, Leopold, welches denn sonst? Angeblich hat sie es in einer rosa Spardose auf dem Bücherregal in ihrem Zimmer. Und du musst dahin und die Spardose holen, damit wir beweisen können, dass sie leer ist. Okay? Ja, wie jetzt oder was? Nein, morgen, Leopold, meine Güte, in 15 Minuten bist du wieder hier. Und außerdem sind jetzt beide im Gerichtssaal und kriegen das nicht mit. Okay, ja. Gut, und außerdem bringst du noch weitere Beweise mit, wenn du die finden solltest, dass Annalena mit dem Waisenhaus gelogen hat, okay? Ja, alles gut. So, dann wird die Göre ihr blaues Wunder erleben, das werden wir ja sehen. So, ich wäre dann wieder da. Ich habe das registriert, Frau Seifert-Mönch. Und wieso kann sie nicht? Naja, ich habe gesehen, wie Annalena so gegen 17 Uhr hoch in ihr Zimmer gegangen ist. Und zu dem Zeitpunkt, da habe ich Jutta schon lange nicht unten gesehen. Also kann sie ihr gar nicht nach oben gefolgt sein, wie sie das immer behauptet hat. Sag mal, Ulrike, du warst die ganze Zeit unten bei den Gästen im Garten und hast dich um sie gekümmert, weil unsere Mutter das nicht machen wollte. Also Moment mal, unsere Mutter hat sich sehr wohl um ihre Gäste gekümmert. Die ist mittlerweile 75 und da klappt es nicht mehr ganz so gut. Ach komm, hör doch auf. Unsere Mutter ist einfach nur bequem und faul geworden. Lässt sich von hinten bis vorn bedienen. Du bist unmöglich. Und selbst wenn es so wäre, dann hat sie ja wohl das gute Recht dazu. Sie hat es verdient. Also Entschuldigung, jetzt geht es halt wirklich auch nicht darum, ob sich ihre Mutter um die Gäste gekümmert hat, sondern es geht um den Vorwurf der Freiheitsberaubung und der fahrlässigen Körperverletzung. Und darüber möchte ich jetzt mal mit Ihnen sprechen. Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgeschweift. Aber Jutta bringt mich echt immer so aus der Palme. Also ich kann Ihnen sagen mit Sicherheit, dass Jutta zu diesem Zeitpunkt nicht mehr unten war. Ich bin die ganze Zeit mit meiner Mutter zusammen, wir haben nämlich zusammen die Gäste betreut, im Haus rumgelaufen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich Jutta nirgendwo gesehen. Und oben auf dem Balkon kann sie auch nicht gewesen sein. Warum nicht? Ja, ich bin ungefähr nach 10 Minuten meiner Tochter Annalena hoch ins Zimmer gefolgt. Und einfach, um noch mal nach ihr zu sehen, die war ziemlich aufgelöst, zu gucken, ob alles okay ist. Aber da war gar niemand im Zimmer und auch nicht auf dem Balkon. Ja, sitzt sie denn auf dem Balkon rausgegangen? Nein, das nicht. Aber ich hätte durch die Balkontür und durch das Fenster hätte ich das sehen müssen, dass da jemand draußen ist. Oder es hat sich jemand versteckt. Ich habe mich doch nicht versteckt. Spinnst du jetzt total? Ich habe wild gerufen und gegen die Scheibe geklopft. Haben Sie nichts gehört, dass einer an die Scheibe geklopft hat oder sich sonst bemerkbar gemacht hat? Absolut ruhig. Okay. Niemand war dort. Die Streitigkeiten zwischen Ihrer Tochter und Ihrer Schwester auf der Feier, die haben Sie ja wohl mitbekommen, oder? Naja, nicht ganz. Nicht also, ganz. Ich habe die Sache mit dem Kuchen, die kenne ich jetzt nur vom Videoband. Aber eigentlich ist es auch nichts Neues, weil Jutta bei jeder Gelegenheit an Annalenas Figur rumkritisiert. Naja, weißt du, dann guck dir sie mal an, die ist fett. Und wenn die so weitermacht, dann stirbt die nächste Woche wirklich noch an Überverfettung und weiß ich was, weißt du? Nee. Also Annalena ist wirklich nicht fett. Vielleicht hat sie ein kleines bisschen Babyspeck, aber ansonsten hat die doch eine total süße Figur. Süße Figur? Puh, die ist fett. Bin ich nicht. Jetzt ist es aber auch wirklich genug. Ich bin nicht da, um über die Figur der Angeklagten zu diskutieren. Ja? Und von Ihnen da hinten will ich am allerwenigsten hören. Ich finde es auch beleidigend, was Sie hier dauernd bringen, muss ich auch mal sagen. Ja? Kommen wir bitte zum Thema zurück. Ja? Also wie gesagt, den Streit habe ich jetzt nicht aus erster Hand mitgekriegt. Aber ich habe dann mitbekommen, wie Jutta behauptet hat, Annalena würde alle Gäste wegen der Spenden anlügen. Und das fand ich wirklich die Höhe. Was genau hat denn da Ihre Schwester gesagt? Die war wahrscheinlich einfach sauer, weil sie mal wieder nicht im Mittelpunkt stand. Diesmal stand halt meine Tochter im Mittelpunkt wegen der Waisenhaussache. Naja, und da sie meine Tochter sowieso nicht leiden kann, hat sie dann einfach irgendwelchen Blödsinn da erfunden. Welchen Blödsinn denn? Naja, zum Beispiel, dass Annalena klauen würde, dass sie das Geld nur brauchen würde, um sich neue Klamotten und Schmuck zu kaufen. Naja, und dass mir ihr sowieso nicht trauen kann. Macht Ihre Schwester das eigentlich nur bei ihrer Tochter auch oder anderen Personen gegenüber? Also ich sag Ihnen, da kann ich Ihnen Geschichten erzählen, das glauben Sie nicht. Die macht das mit allen so. Ich kann Ihnen ja mal ein Beispiel erzählen. Bitte? Zum Beispiel unseren Onkel Hugo, den hat sie vor versammelter Mannschaft bei einer Hochzeit als Alkoholiker tituliert. Nur weil er nach dem Essen 2 Gläschen Schnäpschen zu viel getrunken hat. Onkel Hugo ist ein Säufer. Ach, das ist doch Quatsch. Und nicht, dass das genug wäre. Nein, die hat danach noch seine Frau beleidigt und hat irgendwie dauernd erzählt, sie hätte über das Brautpaar gemeckert und rumgelästert. Dabei stimmte das überhaupt gar nicht. Sie glauben nicht, was da los war. Kann es sein, dass Ihre Schwester von Haus aus neugierig ist und ab und an mal rumspioniert?
Ja, das kann man so sagen. Bei dieser besagten Hochzeit dann auch hat sie die Tasche von meinem Onkel durchsucht und hat einen Flachmann gesucht. Hat natürlich keinen gefunden. Oder ein anderes Mal, da hat sie von einer Bekannten hat sie die Tasche ausgeleert, weil sie innen das Designer-Label finden wollte. Der hat der Frau nicht geglaubt, dass sie sich eine Designer-Tasche leisten kann. Ja, na hallo, ich bin halt immer ein Verfechter der Wahrheit. Und? Ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute sich mit Fälschungen schmücken. Und was war nachher? Du hast es selber gesehen. Es war eine Fälschung. Ja, und das geht dich nichts an. Du kannst doch nicht an die Tasche von irgendwelchen wildfremden Leuten gehen und die ausleeren. Siehst du doch. Wenn ihre Schwester das alles schon gemacht hat, dann ist es doch auch gut möglich, dass sie in dem Zimmer von ihrer Tochter auch rumspioniert hat. Das macht die ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Und ich denke mal, einfach um ihr mal die Show zu stehlen, meiner Tochter, hat sie dann irgendwelche Beweise gesucht. Nur dummerweise ist sie da halt ausgesperrt worden. Aber ich finde, das Ei hat sie sich selber gelegt. Und meine Tochter hält dafür garantiert nicht den Kopf. Nee, sicher nicht. Das kann Tante Jutta mal schön selber ausbaden. Wer hier was ausbadet, mein Fräulein, das werden wir schon noch sehen. Gut, gibt's noch Fragen? Nein, was einfach keine. Dankeschön. Keine. Dann nehmen Sie bitte hinten Platz, Sie bleiben unvereidigt. Reden wir mal mit Ihrer Mutter Hildegard Seifert, bitte. Frau Seifert, guten Tag. Nehmen Sie doch bitte hier in der Mitte Platz. Zuallererst muss ich Sie mal belehren. Und zwar, dass man als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen muss. Wenn Sie es nicht tun, würden Sie strafbar machen. Das ist ja klar, oder? Sie heißen Hildegard Seifert, 75 Jahre alt. Sie wohnen in Bonn. Sie sind verwitwet. Sie sind Friseurin. Sie sind Rente natürlich. Mhm. Und Sie sind die Oma der Angeklagten. Und als Großmutter haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie müssen hier gar nicht aussagen. Wenn, dann muss natürlich alles die Wahrheit sein. Doch, ich weiß. Und ich möchte gerne aussagen. Ich hatte mich doch so auf meinen Geburtstag gefreut. Und das kam alles ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ja, zum Geburtstag lädt man zunächst mal alle Verwandten. Ja, es waren ganz viele liebe Menschen eingeladen. Es waren Verwandte, Freunde und Bekannte. Und Sie sagen schon, es lief dann alles anders. Es soll nämlich Ihre Enkelin auf dieser Feier, Ihre Tochter, die Frau Jutta Seifert-Mönch, auf dem Balkon ausgesperrt haben und beim Versuch, vom Balkon runterzuklettern, soll sie sich schwere Verletzungen zugezogen. Ja, meine Tochter Jutta war doch gar nicht da. Sag mal, Mutter, bist du jetzt komplett senil? Also, es wundert mich jetzt allerdings auch. Was heißt, sie war nicht da? Es war doch ihr Geburtstag, oder? Ja, also was oder, ich... Aber sie war nicht da, sagen Sie. Sie war nicht da, die Jutta war da. Aber Entschuldigung, wir haben sie doch schon auf dem Video gesehen. Natürlich war die da, das war bisher unstreitig. Also, das müssen Sie so verstehen, was ich damit sagen will. Sie war schon da, aber sie war nur körperlich anwesend. So. Und hat mir den schlimmsten Geburtstag beschert, den ich je in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe schon viele Geburtstage erlebt. Sag mal, was hab ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Du... Du hast vieles gemacht. Du hast alles falsch gemacht. Du hast alle verletzt und beleidigt. Und das Schlimmste ist, du merkst das noch nicht mal. Sag mal, verletzt wurde ja wohl ich, und zwar von deiner Enkelin. Schieb doch nicht schon wieder alles auf andere. Du hast dich auf meiner Feier unter aller Kanone benommen. Du hast alle verletzt und beleidigt. Klar, jetzt bin ich wieder schuld. Ha. Also, nee. Ich kann Sie verstehen. Nach dem Video, was ich gesehen habe, kann ich Ihnen zum einen nur zustimmen und zum anderen gibt es in Ihrer Familie tiefgreifende Konflikte. Aber ich möchte mich in erster Linie mit Ihnen über was anderes unterhalten. Wir haben das Video von Ihrer Geburtstagsfeier vorhin gesehen und darauf war ein Streit zu sehen eben zwischen Ihrer Tochter Jutta und der Angeklagten, der Annalena. Das war die Geschichte mit dem Kuchen. Ganz genau. Ja, da hat sich die Jutta ja anständig daneben benommen. Sie hat die Annalena ganz bewusst provoziert, nur um sie wieder zu verletzen. So wie sie es immer macht. Sag mal, die hat mir den Kuchen aus der Hand geschlagen. Ich weiß überhaupt nicht, was sie alle von mir wollen. Ja, die hat dich doch, du hast sie doch provoziert zu der Reaktion. Jetzt habe ich auf dem Video gesehen, dass sie nach dieser Auseinandersetzung ihrer Enkelin Annalena gefolgt sind. Ist das richtig? Ja, das habe ich gemacht. Das Mädchen war ja total aus dem Häuschen. Ich bin ja dann hinterher, um sie zu trösten. Gut, beim Trösten, was hat sie da zu Ihnen gesagt? Also, sie hat nicht viel gesagt. Sie war nur richtig wütend und hat auf die Jutta geschimpft. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber was hat sie genau gesagt? Ja, sie hat gemeint, dass die Jutta eine blöde Kuh ist und dass sie noch eine Abreibung zu erwarten hat und dass sie ihr blaues Wunder noch erleben wird und solche Geschichten. Na, wenn das mal keine Ankündigung war, dass die mich auf den Balkon
Telefon aussperrt. Was redest du da, Oma? So habe ich das überhaupt nicht gesagt. Doch, das hast du. Wenn dir das jetzt auch hier sehr unangenehm ist. Aber Kind, das hast du gesagt. Und ich muss hier auch die volle Wahrheit sagen. Das müssen Sie, sagen. Frau Seifert, das stimmt. Und deswegen wäre ich auch ganz, ganz neugierig, Annalena, was denn das blaue Wunder sein sollte, das Sie da angekündigt haben. Das kann doch nur die Aktion auf dem Balkon gewesen sein, die Sie in dieser ganzen Wut letztlich dann durchgeführt haben. Selbst wenn ich das alles aus der ganzen Wut heraus gesagt habe, habe ich meine Tante trotzdem nicht auf dem Balkon ausgesperrt. Ja, klar. Ja, und das mit dem blauen Wunder, das war halt einfach so dahergesagt. Das glaube ich, meine Annalena. Sie würde das niemals tun. Sie ist ein ehrliches Mädchen. Na klar. Hat sie dich wieder um den Finger gewickelt? Ja. Ja, klar. Du solltest dich also wundern, warum keiner mal was mit dir zu tun haben will. Sag mal, geht's noch? Herr Richter, haben Sie eine Ahnung, wie sich meine Tochter an meinem Geburtstag mir gegenüber verhalten hat? Ich habe wohl nur eine eher ungenaue Vorstellung davon. Da kommt sie 2 Tage vor der Feier und meckert mich an, ich muss unbedingt einen Kartoffelsalat fürs Buffet machen, weil ja ihr Rudolf und ihr Leopold den so gerne mögen. Na und? Das ist etwa zu viel verlangen. Außerdem habe ich das Stadt drum gebeten. Du hast mich nicht gebeten, du hast es mir befohlen. Ach, mein Gott, es ist wohl nicht zu viel verlangt. Obwohl ich dir gesagt habe, dass es mir schwerfällt. Und ja, weil sie keine Ruhe gelassen hat, habe ich den Kartoffelsalat gemacht nach meinem alten Lieblingsrezept mit viel Zwiebeln und Speck, weil Rudolf und Leopold den anscheinend so gerne essen. Da kommt sie und fährt mich an und sagt mir, dass die beiden keinen Speck mögen. Und ich weiß ganz genau, dass sie ihn gerne essen. Rudolf, wie isst du deinen Kartoffelsalat am liebsten? Ich weiß nicht. Also nun geht's hier auch nicht wirklich um ihre Vorlieben beim Kartoffelsalat. Meine Güte, es ist ja wohl auch nicht zu viel verlangt, wenn man zu seinem eigenen Geburtstag ein bisschen was für seine Gäste beisteuert. Sag mal, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Du hältst dich da raus. Also ich weiß wirklich nicht mehr, was ich mit Jutta machen soll. Dass meine eigene Tochter mal so werden könnte, wahrscheinlich habe ich in deiner Erziehung vollkommen versagt. Bin doch immer viel zu großzügig zu dir gewesen. Ach du, klar. Das ist ja jetzt wieder typisch. Wessen Telefon läutet mir? Ich glaube, das ist. Auch ihres auch noch. Ja, super. Das ist eine Gerichtsverhandlung, da macht man sein Handy aus. Entschuldigung, aber das ist wichtig. Ja, dann gehen Sie raus, bitte schön, und stören hier nicht die Verhandlung. Mein Gott. Bist du denn? Ja. Sag mal, wo bleibst du denn? Du musst doch gleich aussagen. Wie blau? Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Du trinkst doch sonst nie Alkohol. Oh Mensch, Mama, jetzt hör mir doch erstmal zu. Ich bin nicht besoffen, ich bin von oben bis unten blau. Oh Mann, das ist alles schwer zu erklären. Jedenfalls bekomme ich die blöde Farbe einfach nicht mehr ab. Oh, Mama, warte vor dem Saal. Ich komme zu dir und erklär's dir. Oh Mann, ey, nervt die. Leopold? Der Zeuge Leopold Mönch, bitte. Das darf doch jetzt wohl alles nicht wahr sein. Jetzt legt er auch noch auf. Ja, sag mal, wie siehst du denn aus? Was ist denn passiert? Das war eine Falle, Mama. Ja, wie Falle? Warst du bei meiner Schwester im Haus und hast die Beweise? Ja, schon, aber... Also, Entschuldigung. Sind Sie Leopold Mönch? Ja. Und dann kommen Sie mal mit, Sie sind schon aufgerufen worden. Aber ich... Sagen Sie mal, wie sehen Sie denn aus? Haben Sie gemalert oder sind Sie gleich im Fahrbeimer gefallen? Ja, wahnsinnig witzig. Muss ich da jetzt wirklich rein, oder natürlich was? Müssen Sie rein, Sie sind nur Zeuge, oder? Im Übrigen können Sie das alles gleich dem Vorsitzenden mal erklären, ja? Kommen Sie trotzdem mal rein. Gehen Sie mal nach vorn. Oh mein Gott, es hat geklappt! Es hat echt geklappt! Was hat denn geklappt, Annalena? Na, schauen Sie sich das Muttersöhnchen doch mal an! Ich bin kein Muttersöhnchen! Oh Junge, du bist so doof! Aber zumindest sind Sie voller blauer Farbe. Aber das muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht sagen, oder? Was ist denn passiert? Sag ich nichts zu. Oh doch, das wirst du erzählen müssen. Und wenn du es nicht machst, dann mach ich das. Was weißt denn du von der blauen Farbe? Eine ganze Menge. Ja, das kannst du mal gleich erzählen. Also, ich würde Sie ungern so auf den Stuhl sitzen lassen. Nicht, dass Sie uns unser Mobiliar irgendwie versauen. Herr Seelhoff, haben wir nicht irgendwo eine alte Decke? Gleich drüben, ich hole eine. Das wäre nett, ganz nett. Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht, einen Moment noch stehen zu bleiben, dann könnte ich Sie schon mal belehren, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Und Ihre Personalien können wir auch schon klären. Sie heißen Leopold Mönch, Sie sind 17 Jahre alt. Sie wohnen in Bonn, Sie sind natürlich ledig, Schüler und Sie sind der Cousin der Angeklagten. Und als Cousin haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie müssen nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Ich belese jetzt nur rein vorsorglich. Wenn Sie was sagen, dann muss alles die Wahrheit sein. Sie können auf Fragen die Auskunft verweigern, wenn Sie sich selbst belasten würden. Wahnsinn. So. Danke, Herr Seelhoff. Ja, herzlichen Dank. So, und jetzt können Sie sich auch hinsetzen. Und jetzt möchte ich natürlich als allererstes mal wissen, woher Sie die ganze blaue Farbe haben.
sag ich nichts zu. Na, sehen Sie das? Nicht nur verlogen, sondern auch sowas von feige. Ich bin weder das eine noch das andere. Annalena, was hast du denn mit der blauen Farbe zu tun? Na ja, ich hab Tante Jutta und ihrem Sohn eine kleine Falle gestellt. Was für eine Falle? Können Sie sich noch daran erinnern, was ich vorhin bei Tante Juttas Aussage ganz genau betont habe? Nämlich, wo die rosa Spardose in meinem Zimmer steht. Das stimmt, kann ich mich erinnern. Sie hat ja noch nachgefragt sogar, oder? Ja, genau. Und danach ist sie rausgelaufen. Angeblich auf Toilette. Aber in Wahrheit hat sie Leopold gesagt, wo die rosa Spardose ist und ihn zu mir nach Hause geschickt. Du hast recht. Die haben draußen beide gestanden und haben ganz aufgeregt getuschelt. Mama, misch und du dich mal nicht ein jetzt. Ich misch mich ein, wann ich's will. Und dann ist der Leopold nämlich gegangen. So. Aber woher wissen du wissen, dass der Leopold zu dir nach Hause in dein Zimmer gegangen ist? Na, weil er voller blauer Farbe ist und die kann er nur aus meinem Zimmer haben. Ich habe nämlich erstens die rosa Spardose ganz woanders versteckt und zweitens einen kleinen blauen Farbeimer über der Tür postiert, der jeden übergießt, der reingehen will. Und wieso hast du das gemacht? Naja, weil ich wusste, dass die beiden bei mir schnüffeln würden. Die glauben halt immer noch nicht, dass ich das Geld wirklich spenden werde. Das wirst du auch nicht. Und außerdem wird Leopold da eine ganz einfache Erklärung für haben, wo er die blaue Farbe hat. Der war mit Sicherheit nicht bei dir im Zimmer zum Spionieren. Nee. Jutta, ich glaub's doch wohl nicht. Jetzt Leopold, fragen wir doch noch mal den Leopold. Wollen Sie nicht selber was dazu sagen? Nee. Sehen Sie, wie verlogen die beiden sind? Jutta hat ihren Sohn zu mir nach Hause geschickt, damit er spionieren sollte. So wie sie es an dem Geburtstag von meiner Oma gemacht hat. Ja, ich glaub's doch wohl nicht, Jutta. Leopold, was sagst du dazu? Mann. Sie müssen auch nichts sagen. Wissen Sie was? Wir können Ihnen das ganz einfach nachweisen. Indem wir die Farbe, die bei Ihnen an der Kleidung haftet, mit dem Farbeimer in Annalenas Zimmer vergleichen. Und dann werden wir schon sehen, ob es zusammenpasst oder nicht. Und dann haben wir auch den Beweis, dass Sie dort gewesen sind. Und im Übrigen, ist das ein Hausfriedensbruch, den Sie da begangen haben? Ist Ihnen das eigentlich klar? Genau. Und damit kannst du deine Karriere als Banker gleich mal wieder vergessen. Und zwar mit einer dicken Vorstrafe. Leopold, sag sofort, ob sich deine Mutter angestiftet hat, bei Annalena einzubrechen. Sag mal, Rudolf, spinnst du jetzt komplett? Das sind doch alles Lügen hier. Ich habe Leopold gefragt und nicht dich. Mann, aber ich bin doch da nicht eingebrochen. Wie sind Sie denn dann ins Haus gekommen? Ich hatte den Schlüssel. Woher? Den hatte ich eben. Woher eben. Hast du denn Schlüssel gehabt? Also von mir hast du keinen Schlüssel. Von mir auch nicht. Ist das, kann das sein, dass das der Schlüssel von der Feier ist? Was heißt der Schlüssel von der Feier? Ist einer weggekommen? Ja, bei der Geburtstagsfeier? Ja, bei der Geburtstagsfeier hatten wir den Schlüssel an der Haustür stecken lassen, damit die Leute ein- und ausgehen können, ohne damit dauernd jemand hingehen kann. Mhm. Aber der war nach der Geburtstagsfeier verschwunden. Hast du den vielleicht geklaut, Leopold? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nur, dass Mama einen hatte und den hat sie mir gegeben. Hä? Ich? Auch Sie belehre ich jetzt mal, dass Sie weder sich selbst noch Ihren Sohn belasten müssen, Frau Seifert-Mönch. Hm? 55 StPO. Jutta. Woher hast du denn einen Schlüssel gehabt? Hast du den vielleicht gestohlen? Bist du noch ganz normal, Jutta? Ma, ich hab keinen Schlüssel. Und ich habe auch Leopold keinen gegeben. Mama! Jutta, es reicht. Wenn du das alles warst, wenn du den Schlüssel gestohlen hast und Leopold angestiftet hast, dann reicht es wirklich. Na, halt die Klappe! Jetzt machen wir das mal ganz anders. Zeigen Sie mir doch mal den Schlüssel, mit dem Sie da ins Haus von Seifert gekommen sind. Das ist der Schlüsselbund. Frau Seifert, wollen Sie mal schauen, ob das der Schlüssel ist, der bei der Geburtstagsfeier Ihrer Mutter abhanden gekommen ist? Ja, das ist der Schlüssel, der auf der Feier weggekommen ist. Frau Seifert-Mönch, haben Sie Ihrem Sohn Leopold diesen Schlüssel gegeben und ihn beauftragt, im Zimmer der Angeklagten, der Annalena, nach dieser rosa Sparbüchse zu suchen? Nein, das habe ich nicht, wie gesagt. Ich weiß nichts vom Schlüssel. Natürlich hast du, Mama. Lässt du mich jetzt hier allein alles ausbaden, oder wie? Du halt den Mund. Mensch, Mama, sag mal, schnallst du es nicht? Das ist durch. Wir können das echt nicht mehr abstreiten jetzt. Die wissen alles. Sag mal, ich weiß überhaupt nicht, wovon sie hier alle reden. Das ist immer dasselbe mit dir. Nie einsehen können, wenn du mal einen Fehler gemacht hast. Ich habe auch gar keinen Fehler gemacht. Was soll ich einsehen? Also, der Leopold hat, glaube ich, was Wichtiges verstanden. Da gibt's Spuren. Da braucht man keine Spurensicherung, um festzustellen, dass Sie im Zimmer von Annalena waren. So. Und damit ist schon mal eines klar. Und jetzt ist noch Frage, wer hat da welche Rolle gespielt? Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie waren allein im Regen stehen gelassen, also dann würde ich mich aber wehren, ganz ehrlich gesagt. Ja, ich sag ja, sie soll auch mal was dazu sagen. Ich meine,
Willst du mir jetzt etwa noch in den Rücken fallen, oder was? Ja, ich fall dir nicht in den Rücken, aber ich meine, wir können das doch jetzt echt nicht mehr leugnen. Ich meine, du hast missgebaut und ich auch, da müssen wir jetzt durch. Ja, das ist der erste kluge Satz, den ich aus deinem Mund gehört habe. Danke. Und ich kann noch mehr kluge Sätze von mir geben. Ich habe da nämlich noch was klarzustellen. Wenn mich meine eigene Mutter hier schon hängen lässt, dann sage ich eben, wie es war. Weil ich hatte bei der Polizei doch behauptet, dass Annalena mich mehrfach davon abgehalten hat, nach draußen oder nach oben zum Parkplatz zu gehen. Jetzt reden wir gerade wieder von der Geburtstagsfeier, oder? Ja. Aha. Das haben Sie deswegen erzählt, damit der Eindruck entsteht, Annalena hätte Sie davon abgehalten, Ihre Mutter zu suchen und zu befreien. Ja, natürlich, aber das stimmt nicht. Annalena hat mich nicht abgehalten. Ich habe kein Wort mit ihr gesprochen. Und wieso haben Sie das dann bei der Polizei behauptet? Ja, na, um Mama zu schützen. Sie war nämlich wirklich oben zum Spionieren. Und dann hat sie Schritte gehört und sich auf dem Balkon versteckt. Sie ist also echt selber schuld. Sag mal, halt jetzt einfach deinen Mund. Mann, Mama, es ist vorbei, wirklich. Du hast mir doch alles so erzählt, dass du dich nicht bemerkbar machen konntest, weil du sonst aufgeflogen wärst. Du bist also echt selber schuld. Du hast dir alles selber eingebrockt. Oh, nee. Ich habe hier gar nichts zuzugeben. Das sieht dir wieder ähnlich. Nicht zugeben, wenn du mal was falsch gemacht hast. Ach, ist doch egal. Die lernt es eh nicht mehr. Hauptsache, Annalenas Unschuld ist bewiesen. Gibt's noch Fragen an den Leopold? Keine. Leopold, dann bleiben Sie unvereidigt. Nehmen mal bitte hinten Platz. Nehmen bitte die Decke mit und schauen mal, dass Sie weder die Bank noch Ihre Oma da voll Farbe machen. Auch Ihre Mutter bleibt unvereidigt, die Frau Seifert-Mönch. Und auch die Frau Seifert bleibt unvereidigt. Ja. Schön, dass Sie da waren, Frau Ulrich. Ich glaube, wir brauchen Sie allerdings nicht, oder? Mag jemand den Bericht der Jugendgerichtshilfe hören? Dann wird darauf verzichtet. Bundeszentralregister, Erziehungsregisterauszug kann genauso verzichtet werden. Natürlich. Weitere Anträge, Erklärungen auch nicht. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Herr Vorsitzender, Frau Verteidiger, manche Menschen sind einfach unbelehrbar, haben da ihre festgefahrene Überzeugung, werden auch davon nicht abrücken. Komme, was wolle, hab doch recht, Frau Seifert-Mönch. Ich will mich ungern auf diese Stufe begeben. Ich bin sehr wohl belehrbar und muss deshalb einsehen, dass hier nur ein einziger Antrag vernünftig erscheint, nämlich Freispruch für die Angeklagte. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, Ihrem Antrag darf ich mich zunächst mal anschließen. Und abschließend sei mir die Bemerkung erlaubt, Frau Seifert-Mönch, dass ich schon viel Boshaftes und Intrigantes erlebt habe. Aber ich habe selten eine Person erlebt, die so agiert wie Sie, ohne einen triftigen Grund dafür zu haben. Es ist offensichtlich nur Ihr Geltungsdrang und Ihre allgemeine Unzufriedenheit, die hier Zwist und wirklich Zwietracht in die Familie bringt. Der Herr Staatsanwalt wird Ihnen dazu in den nächsten Tagen noch schriftlich was zukommen lassen. Danke, Frau Verteidigerin. So, Annalena, willst du auch noch was dazu sagen? Du hast jedenfalls das letzte Wort. Na, wer hat jetzt ein blaues Wunder erlebt? Frau Seifert, nachdem Ihre Tochter noch keine 18 Jahre alt ist, können Sie auch noch was dazu sagen? Wollen Sie sich äußern noch? Nee, ich bin einfach nur froh, dass Annalenas Unschuld bewiesen ist. Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Annalena Seifert wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten trägt die Staatskasse. Und es geht noch der Beschluss. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten werden der Anzeigerstatter Jutta Seifert-Mönch auferlegt. Nehmen Sie bitte Platz. Der Leopold ist ja nicht der Erste, der blau in den Gerichtssaal kommt. Nur den meisten sieht man es nicht an, im Gegensatz zu ihm. Und die meisten sind auch nicht mehr so ganz klar im Kopf, wenn sie hier blau ankommen. Der Leopold sehr wohl. Der weiß nämlich, wenn man schon Mist gebaut hat, wann man dann auch dazu stehen muss und etwas zugeben muss. Und das weiß seine Mutter nicht. Heute nicht, aber damals auch nicht bei der Geburtstagsfeier, als sie geschnüffelt hat, versehentlich ausgesperrt wurde. Da wollte sie das auch nicht zugeben, ja? Und sich einfach bemerkbar machen. Nein, da muss sie die Rosenleiter runterklettern. Und dann fällt sie hin und dann kann sie es immer noch nicht zugeben. Nein, dann muss sie es auf die Annalena schieben. Alles. Ja? Und die Annalena hier völlig zu Unrecht vor Gericht bringen. Und deshalb habe ich Ihnen hier die ganzen Kosten, einschließlich der Anwaltskosten von Annalena, auferlegt. Ja, Annalena. Ich hoffe, die Farbe geht problemlos wieder raus. Ich denke da natürlich ganz sorgenvoll an den Teppich in Ihrem Zimmer. Ja, ich nehme mal an, Sie werden da trotzdem keinen Ärger mit Ihrer Mutter bekommen, genauso wenig, wie Sie Ärger mit mir bekommen, obwohl Sie mich angelogen haben vorher. Zumindest mit dem einen Satz, als Sie gesagt haben, das mit dem blauen Wunder war nur so dahergesagt. Richtiger wäre wohl gewesen, gesagt, getan. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Dankeschön.
Jutta Seifert-Mönch wurde wegen falscher Verdächtigung, uneidlicher Falschaussage, Diebstahls und Anstiftung zum versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Monaten mit Bewährung verurteilt. Leopold Mönch wurde wegen falscher Verdächtigung und versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls zu 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.